Die Pilgerreise nach Mekka ist das ersehnte Ziel der Muslime. An deren Höhepunkt steht ein beeindruckendes Ritual, das siebenmalige Umkreisen der Kaaba, dem größten Heiligtum des Islams. Ein kleiner schwarzer Stein befindet sich an einer Ecke dieses würfelförmigen Gebäudes. Nach diesem strecken Millionen von Pilgern ihre Hände aus. Alle möchten ihn berühren. Und wem es gelingt, ihn sogar zu küssen, dem werden alle Sünden vergeben. So lehrt es ein Hadith von Tirmidhi. Und weiter wird von Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sagte, der schwarze Stein kam weißer als Milch vom Paradies herab. Dann haben ihn die Sünden der Söhne Adams schwarz werden lassen. Und auch bei Allah, dieser Stein wird wahrscheinlich am jüngsten Tag erscheinen. Mit zwei Augen, mit denen er sieht, und einer Zunge, mit der er spricht, und wird bezeugen und Gunst bringen denen, die ihn mit Aufrichtigkeit berührt haben. Dieser schwarze Stein ist ein Rätsel des Islam. Niemand weiß genau, wieso er diesen zentralen Platz einnimmt. Sogar der Kalif Omar ibn Khattab soll gesagt haben, dass er nur deshalb diesen Stein küsse, weil er selber gesehen habe, dass der Prophet Mohammed dies tat. Einen anderen Grund fand er nicht. Ausgerechnet Muslime, die alle Menschen lehren, ihre Götzen zu zerstören, küssen selber einen kalten Stein und drehen sich im größten Moment ihres Lebens um etwas Erschaffenes. Es ist eine historische Tatsache, dass dieser Stein schon vor dem Islam ein Götze der Mekkaner war. Bleibt er ein Götze? Muslimische Gelehrte widersprechen und erklären, dass dieser Stein nur ein Symbol sei. Doch das sagen aber auch die meisten Heiden von ihren Figuren. Auch sie glauben, nicht wirklich Steine zu verehren, sondern ihren Gott, dessen irdisches Symbol der Stein ist. Viele Muslime verurteilen leider nur die Götzen anderer Religionen. Und wenn man hört, mit welcher Hingabe viele Muslime die Berührung dieses Steines beschreiben, dann ist es klar, dass er ein versteckter Götze ist. Im Jahr 931 wurde der Stein von den Karmaten aus Mekka gestohlen und nach Bahrain verschleppt. Mekka blieb 20 Jahre lang ohne den schwarzen Stein. Und dieser kehrte erst durch die Vermittlung der Fatimiden wieder beschädigt zurück, nachdem ein hohes Lösegeld bezahlt wurde. Denn bei diesem Konflikt wurde der Stein in mindestens 8 Teile zerbrochen. Daher muss er heute mit einem Silberband zusammengehalten und in einer Halterung eingebettet werden. Wenn er wirklich kein Götze, sondern nur ein Symbol wäre, hätte man ihn doch problemlos durch einen anderen Stein ersetzen können. Viele Muslime stimmen nicht zu, dass der Messias die Sünden der Menschen vergeben könne. Doch glauben sie, dass ein Stein das kann. Aber es wäre doch logischer, dass ein Mensch wie wir, der selber ohne Sünde ist, unsere Sünden tragen würde. In der Bibel wird der Messias ebenfalls als Stein bezeichnet, und zwar als Eckstein. So kommt er nun zu ihm, als dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, von Gott aber als besonders wertvoll auserwählt wurde. Der Eckstein ist beim Bau eines Hauses der erste Stein, der gesetzt wird. Alle anderen Steine müssen dann exakt nach ihm ausgerichtet werden. Nachfolger Jesu richten sich genauso nach dem Messias aus wie Muslime nach dem schwarzen Stein. Es widerspricht jeder Logik, dass ein materieller Stein aus dem geistlichen Paradies herabgekommen sein soll. Wer allerdings tatsächlich aus dem Himmel auf diese Erde kam, ist der Messias. Im Islam ist er sogar allgemein als Geist Gottes bekannt, was klar macht, dass er nicht erst als Mensch erschaffen wurde, sondern schon vorher im Himmel als Geist existierte. Als der Engel gemäß Sure 19,19, der Maria die Geburt Jesu verkündigte, sagte er, dass dieser Junge rein sein werde. Deshalb glauben nicht nur Christen, sondern auch Muslime, dass er ohne Sünden war. Und nur deshalb konnte er die Sünden der Menschen tragen und auf sich nehmen. Auch Jesus wurde zerbrochen, wie der schwarze Stein. Er wurde geschlagen, bespuckt, beleidigt, gegeißelt, angenagelt und durchstochen. Er starb, aber Gott hat ihn wieder aus dem Grab auferweckt.
Der Stein von Mekka soll deshalb schwarz geworden sein, weil er von den Sünden der Menschen bedeckt ist. Doch im Gegensatz dazu kann Jesus wirklich den Preis für unsere Sünden bezahlen. Liebe muslimische Freunde, vertraut dem wahren Eckstein des Lebens, Jesus Christus. Er kam aus dem Himmel und ging wieder dorthin zurück. Er ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Durch ihn kann die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt werden.